Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf. Auch die Tafeln als größter Lebensmittelretter Deutschlands sind mittendrin im digitalen Wandel. Also ich denke, dass die Digitalisierung auf den Fahrzeugen bei der Lebensmittelabholung eingezogen ist und nicht mehr wegzudenken ist, weil die Erleichterung und die Vorteile überwiegen. Am Anfang war es ein bisschen nervend. Da musste Zettel schreiben, parallel das Tablet bedienen. War am Anfang nervend, aber jetzt ist es eigentlich ziemlich nützlich. Um noch mehr Nahrungsmittel vor dem Müll zu retten und an armutsbetroffene Menschen weiterzugeben, entwickeln die Tafeln mit der Eco-Plattform innovative digitale Lösungen. Und wie das funktioniert, schauen wir zur Tafel nach Mannheim. Die Mannheimer Tafel ist eine der Pioniertafeln, die durch ihre Tests und ihr Feedback die Entwicklung der Eco-Plattform maßgeblich vorantragen. Wir sind also hier in Mannheim und die Tafel in Mannheim ist in Trägerschaft vom Deutschen Rote Kreuz. Die Tafel Mannheim hat 5 Ausgabestellen und wir haben jeden Tag ab 6.30 Uhr 3 Fahrzeuge unterwegs, wo insgesamt so 103 Märkte und Bäckereien abfahren, um die Lebensmittelspenden abzuholen. Die werden dann bei uns direkt in die Tafelgeschäfte gebracht und dort vor Ort aussortiert und in die Regale eingeräumt. Also wir hatten den bundeseinheitlich eingeführten Lieferschein, der ist mit den Lebensmittelspendern abgesprochen gewesen. Das war ein DIN A5-Blatt mit doppelter Ausfertigung und der wurde in jedem Laden ausgefüllt mit Fahrer, Beifahrer. Es war natürlich ein riesen Aufwand, weil man jeden Tag die Tour sortieren gemusst hat nach Lebensmittelgeschäfte und jedes Fahrzeug hat quasi seine abgearbeitete Tour archiviert. Die Zusammenarbeit zwischen den über 950 Tafeln in Deutschland und den über 30.000 Lebensmittelspendern ist über die Jahre enorm gewachsen. Die Eco-Plattform hat zum Ziel, die Arbeit der Tafelaktiven durch technologische Lösungen zu erleichtern und auch die digitale Vernetzung der Tafeln mit den Lebensmittelspendern zu stärken. Ja, und die Hoffnung ist halt wirklich, dass man dann die Lebensmittel zielorientiert an den Bedarf hinbringt. Momentan ist es so, dass jeder für sich seine Suppe kocht und da kommt es halt vor, dass Lebensmittel in manchen Regionen gar nicht vorhanden sind und in anderen Regionen ist halt ein Überschuss vorhanden. Und das zu optimieren ist im Prinzip der Grundgedanke von der Digitalisierung. Und auch die lebensmittelspendenden Unternehmen aus Groß- und Einzelhandel werden Teil der Eco-Plattform. Durch die Anbindung an die Eco-Plattform sparen ihre Mitarbeitenden Zeit und aus den Spendendaten kann ein Reporting erstellt werden. Die optimale Zusammenarbeit zwischen Tafeln, Märkten und weiteren Lebensmittelspenderinnen steht dabei im Fokus. Gut, zunächst muss man sagen, wir haben natürlich viel Basic machen müssen, Grunddaten haben wir erfassen müssen. Das heißt, wir haben jeden Lebensmittelspender erfassen müssen, ob Bäckerei, ob Supermarkt, ob Einzelhandel und so weiter und so fort. Das wurde alles dann digitalisiert und dann wurde aus diesem Pool, das waren 104 Geschäfte, wurden im Prinzip 3 Touren zusammengestellt. Das haben wir dann mit unseren Fahrern besprochen, haben ihnen das Pad an die Hand gegeben, haben das erklärt, dass sie jetzt morgens, wenn sie sich anmelden bei dem Pad, die Tourenplan angezeigt kriegen und sie dann im Prinzip jeden einzelnen Position abarbeiten. Wir mussten uns natürlich alle erstmal damit vertraut machen, das ist ja logisch. Aber das ist ja ziemlich einfach und geht eigentlich recht schnell. Es fängt da an, dass erst quasi das Fahrzeug anmeldet mit Fahrer, Beifahrer und dann öffnet er die Tour und gibt im Prinzip dann den Befehl, dass er zur ersten Spendestelle fährt. Wenn er dann dort angekommen ist, übernimmt er die Spende und gibt quasi den Lieferschein digital ein, schreibt quasi auf, wie viele Kisten Gemüse, wie viele Kisten Obst, wie viel Backware, wie viele Milchprodukte. Und wenn das alles eingetragen ist im digitalen Pad, dann bestätigt er das, gibt vielleicht noch eine Rückmeldung, wie die Ware ist, ob sie gut war oder ob sie schlecht war, ob er was stehen lassen gemusst hat oder ob er alles mitgenommen hat. Und dann gibt er dem Lieferschein ein Okay. Und dann ist es automatisch im Pad registriert, wie viel Kiste er von welchem Produkt im Fahrzeug hat. Ja, ich denke, dass wenn das mit dem digitalen Lieferschein
gut funktioniert. Wobei Lieferschein ist ja nur das Ergebnis dieser Geschichte. Fängt ja im Prinzip schon an mit dem Joghurt, wo im Kühlregal steht. Wie lange ist der haltbar? Wie lange ist der im Handel noch abgegebbar? Und wenn das alles digital mal funktioniert, dann weiß ja der Supermarkt zum Beispiel, dass er jetzt im Regal noch Joghurt stehen hat, wo bloß noch 2 Tage haltbar ist. Und wenn das dann so ist, kann man die raussortieren und kann die zeitnah an die Tafel übergeben. Wir schauen mal, wenn die restlichen 940 Tafeln bundesweit mitmachen. Jeder hat bestimmt einen anderen Blickwinkel, dass noch viele, viele Ideen kommen. Also ich würde sagen, liebe Tafelfreunde, holt euch so ein Pad, lasst euch in die Öko-Plattform einweisen und legt einfach los. Ihr werdet den Nutzen von alleine feststellen. Und wir sind im 21. Jahrhundert. Ich denke, das ist der richtige Schritt. Sind wir bereit für den nächsten?